Hallo ihr Lieben, ich habe heute wieder einen Rossmann-Haul für euch. Und ja, ist ein bisschen was mitgekommen. Nicht allzu viel, das Übliche natürlich, wieder unsere Kindermilch, der Kinderdrink von Baby Dream. Brauchen wir immer wieder. Dann ging auch mit ein Tee wieder von King's Crown, Früchtetee, Kirsch, Banane. Da hatte ich so einen Gratis-Coupon in der App für einen Tee. Dann natürlich auch wieder diverse Gläschen von Baby Dream, bunter Gemüsereis mit Pute, Karotte mit Kartoffeln und Rind. Buntes Gartengemüse mit Nudeln und Schinkennudeln mit Gemüse. Dann, ach ja genau, nochmal Kindermilch von Baby Dream. Und dann habe ich hier mal noch mitgenommen von Domol, einen Waschmaschinenpflegereiniger. Entfernt Kalk und Ablagerung, befreit von Gerüchen, reinigt zusätzlich unzugängliche Stellen. Ja, ich denke, das ist ganz wichtig, dass man das immer mal wieder macht, bei der Waschmaschine oder auch mal bei der Spülmaschine, ja, dass die länger hält. Dann haben wir noch mitgenommen, was ist denn hier? Und zwar, das wollte mein Mann unbedingt für unseren Sohn mitnehmen. Das ist von Fruchtbar Babylöffel für Quetschbeutel. Und dann haben wir auch gleich nochmal hier von Baby Dream so eine Packung Quetschis mitgenommen. Da sieht man es besser. Und zwar mit Birne, Pflaume und Vollkorn. Und dann kann man praktisch hier auf diesen Quetschi den Deckel abmachen. Und dann kommt hier oben drauf dieser Löffel, weil ich habe es ja glaube schon ein paar Mal gesagt, unser Sohn kann das Quetschi noch nicht so richtig essen, also drückt dann drauf und dann ja, landet der Inhalt des Quetschis überall. Und dann dachte mein Mann, komm, nehmen wir uns doch das mal mit und probieren das. Man kann dann ja praktisch, also der Inhalt von dem Quetschi geht dann auf den Löffel und dann kann man es füttern, wie wenn ich jetzt den Quetschi in eine Schüssel zu Hause tun würde. Und ja, mein Mann hat dann gemeint, komm, nimmst du es mit, gerade für unterwegs oder so, da hast du dann keine Schüssel oder sowas dabei. Und dann kann man sowas auch mal ganz einfach unterwegs oder so löffeln. Und ja, fand ich dann auch eine ganz gute Idee. Ich habe das zuvor auch noch nie gesehen, das war jetzt echt das erste Mal, dass ich das im Rossmann gesehen habe oder überhaupt irgendwo. Und dann werde ich das mal testen. Dann habe ich von Alta Pharma noch hier so Halstabletten mitgenommen, weil die uns halt leer gegangen sind. Da hatten wir zuvor welche vom Müller, irgendwelche habe ich da irgendwann mal mitgenommen. Und die sind jetzt, wie gesagt, in der Vergangenheit mal leer gegangen. Und ich dachte mir, komm, nimmst du die mal mit. Sowas, ich habe so Sachen immer zu Hause. Und so Halstabletten, da muss ich jetzt halt unbedingt in die Apotheke rennen für. Dann habe ich auch noch mitgenommen von Green Dog, schneller einschlafen, Melatonin Forte. Ich dachte mir, ich probiere das hiermit nochmal aus. Ich habe ja Probleme, dass ich ja, lang brauche, bis ich einschlafe. Und da habe ich in der Vergangenheit auch schon so Baldrian-Trachees mal ausprobiert gehabt, aber das hat irgendwie gar nichts geholfen. Und dann, als ich da nach den Halstabletten geguckt habe in dem Regal, bin ich eben auch da dran vorbeigelaufen und dachte mir, komm, nimmst du das mal mit, probierst du das mal aus, ob das was hilft. Genau. Wie gesagt, werde ich jetzt einfach mal testen. Dann ging auch noch mit von Flink und Sauber Bildschirmreinigungstücher. Entfernen, streifenfrei und schonen Staubschmutz und Fingerabdrücke vor allem. Und zwar für unseren Fernseher, weil unser Sohn da immer drauf rumtappt und es sind überall Fingerabdrücke. Und ich dachte mir, komm, weil das sollte ja nicht irgendwie, ich glaube mit Glasreiniger oder irgendwelchen Sachen soll man da glaube ich nicht so hingehen, hat mein Mann gemeint. Und dann habe ich jetzt halt mal hier die, genau, die speziellen Tücher mal mitgenommen, um da die
Fingertapser da mal zu entfernen. Von auch von Domol ging noch mit ein Spülmittel ultrasensitiv und zwar für die Fläschchen von unserem Sohn. Und ich glaube, da haben sie die Flasche und das Design ein bisschen geändert. Ja, aber der Inhalt wird vermutlich noch der gleiche sein. Ich wollte ja eigentlich, zwar gibt es von Pril so ein Spülmittel, Eco, irgendwas. Das wird auch am Regal im Kaufland beworben, aber ich finde dieses Spülmittel nirgends. Und jetzt habe ich halt wieder auf das von Domol zurückgegriffen. Eigentlich wollte ich das von Pril mal ausprobieren, aber wenn ich das nirgendwo kriege. Dann ging auch noch mit und zwar von TT-Sept für Kinder habe ich das mitgenommen für Freunde von uns. Da möchte ich gerne ein kleines Osterpäckchen verschicken. Und da habe ich hier einmal für die Kids ein Kinderbadespaß Schaumbad mitgenommen. Einmal für die Buben und für das Mädchen von Lilife. Und dann ein Badesalz mit Konfetti habe ich auch noch mitgenommen. Und dann habe ich mal wieder Fehler gemacht. Und zwar, es gibt einen Coupon in der App auf Kinder-TTZ-Produkte. Aber nur die von Lilife und die von Captain Sharky. Und da habe ich natürlich nicht drauf geachtet. Der Coupon lautet nämlich, wenn man Produkte ab 5, also mindestens 5 Euro kauft von TTZ-Kinder, von Captain Sharky und von Prinzessin Lilifee, kriegt man einen Euro Rabatt. Und wie gesagt, ich habe nicht darauf geachtet, dass das nur diese speziellen Produkte sind und habe dann hier noch die zwei Sachen mitgenommen, wo ich dann auf 5 Euro gekommen bin und habe mich dann zu Hause gewundert, warum das nicht abgezogen wurde. Aber gut, wegen den, keine Ahnung, ich glaube, das hat 1,20 Euro gekostet und das hat nicht mal 1 Euro gekostet. Hier so Badeperlen habe ich noch mitgenommen. Mal gucken, welches ich jetzt verschicke und welches ich für den Raphael später mal als aufhebe. Und dann ging hier noch mit von das exquisite Gebäckmischung. Das ist dann praktisch die Eltern, also für die, unsere Bekannte. Ja, so eine Gebäckmischung einfach. Ja, das war's auch schon wieder mit dem kleinen Rossmann-Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.